Ja, Manfred Schmidt, ich darf dich bitten, ein kurzes Statement zum Spiel gegen die Admira. 2:2 unentschieden. Wie bewertest du das Spiel? Ja, ich glaube, erste Hälfte ist Admira besser ins Spiel gekommen als wir. Die erste Viertelstunde war nicht gut von uns. Wir haben dann ein dummes Tor bekommen, schlecht rausverteidigt, haben aber dann gut reagiert mit einem sehenswerten Tor, muss ich sagen. Zweite Hälfte war es dann so, dass wir gut aus der Kabine gekommen sind, haben zwei Torchancen gehabt, machen dann ein sehr, sehr schönes Tor durch Noah Ohio, ja, und attackieren dann wieder nicht gut genug hinaus, machen den einen oder anderen Fehler beim Attackieren, und so kannst du dann leider auch nicht gewinnen. Heute wäre sicher ein Heimsieg möglich gewesen, aber grundsätzlich bin ich nicht unzufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Danke, Manfred. Fragen bitte an den Trainer. Harald Ottawa vom Kurier. Wie zufrieden bist du mit den Jungen? Du hast halt einen 17-Jährigen gebraucht, der, glaube ich, der jüngste Startelf-Spieler ist, die Austria ist seit Gründung der Bundesliga gehabt hat. Du hast einen 18-Jährigen Ohio eingewechselt, ich weiß nicht, wie viele Sekunden nach der Einwechslung hat das Tor geschossen hat. Aber ja, es haben noch sonst auch etliche Junge gespielt. Ist es umso mehr schade, dass man sie da nicht so belohnt hat, weil die Jungen haben eigentlich alle eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt und sagen eine komplette Aufwärtstendenz. Also klar, also wenn man jetzt die letzten Jahre vergleicht bei der Austria, dann hat es immer geheißen, wir haben keine guten Jugendspieler. Wir haben, es kommt nichts nach, die Akademie ist nicht gut genug. Man sieht aber jetzt anhand diesen Spielern, man muss natürlich abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Das Potenzial hier ist, dass auf gewissen Positionen vielleicht Spieler fehlen im Nachwuchs, ist, sieht man auch. Aber grundsätzlich sehe ich schon gute Spieler. Man sieht die Leistungen. Wenn man El Shaibi hernimmt, ich weiß nicht, ob jemand aufgefallen ist, dass das sein erstes Spiel heute war, so wie sich der präsentiert hat. Das war richtig stark, richtig gut. Das wussten wir natürlich auch, das sieht man auch im Training, wenn man ihn beobachtet und Spieler einschätzt. Das Wichtigste dabei ist ganz einfach, und das macht mich schon stolz, wenn man sieht, was da für eine Mannschaft heute eingelaufen ist. Und da geht es natürlich auch um taktische Dinge zu beurteilen, zu bekritteln und mit den Jungs zu arbeiten. Das ist ja kein Grund, das hat ja nichts mit dem Alter zu tun, dass sie gewisse Fehler machen. Vielleicht es ist vielmehr diese Erfahrung, die ihnen fehlt. Und diese Erfahrung, die kann ich ihnen nicht rauftrainieren. Da können wir im Trainerteam machen, was wir wollen. Die müssen sie hier machen, ob das jetzt dann Erfolge sind oder Misserfolge oder Fehler sind. Und das dürfen sie bei mir machen. Eins, das Wichtigste ist, dass sie alles abrufen, und das Gefühl habe ich. Also es ist Zug drinnen im Training. Diese Fehler passieren, das ist normal. Aber wir werden schauen, dass wir die abstellen. Peter Klöbel, Kronenzeitung. Manfred, bei allem Lob für die Jungen und alles, ihr habt 5 Heimunentschieden, das ist auch ein Faktum. Ist das ein bisschen komplex schon, oder glaubst du, dass die Mannschaft einen Druck daheim hat, oder gibt es eine Erklärung dafür aus deiner Sicht? Na, komplex würde ich nicht sagen. Also man hat, ja, klar, wir müssen aufpassen, dass das nicht wird, das ist klar, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Jungs unsicher sind oder irgendwie zu zittern beginnen. Das Gegenteil, sie versuchen alles, sie machen alles. Teilweise fehlt dann die Genauigkeit, fehlt die Konsequenz, kann man auch darauf zurückführen, dass sie eben jung sind, dass sie diese Erfahrung noch nicht haben. Aber klar sind wir nicht zufrieden. Wir wollten diesen ersten Heimsieg heute, aber man sieht ja, dass sie die anderen Mannschaften auch alle nicht so leicht tun. Eine Zusatzfrage. Ist das auch dem ein bisschen noch geschuldet, dass es schwieriger ist für die junge Mannschaft? Daheim erwartet man doch, dass man das Spiel auch macht mehr. Natürlich. Austria Wien kennt man ja, die Fans gehen den Weg toll mit, aber man weiß ja, was Austria Wien bedeutet, welche Spielkultur, was man alles erwartet, aber man muss Geduld haben mit den Jungs. Also jetzt zu erwarten, dass man da Admira an die Wand spielt, obwohl wir meiner Meinung nach die bessere Mannschaft waren, die Möglichkeit war da, dass wir das Spiel auch gewinnen. Nur wenn du 2 so Fehler machst, ist es schwierig. Aber die Zeit müssen wir den Jungs einfach geben, und dass die Erwartungshaltung hier groß ist und dass die Fans vielleicht dann enttäuscht sind, dass sie wieder nicht gewonnen haben, das Heimspiel. Aber grundsätzlich verspüre ich schon eine Stimmung, und eine sehr, sehr positive Stimmung, und kriege das auch sehr, sehr viel Feedback, meine Trainer und ich, dass das der Weg den Fans auch gefällt, auch wenn kurz nach dem Schlusspfiff vielleicht der eine oder andere enttäuscht ist, sind sie schon überzeugt, dass mit dieser Geschichte was entstehen kann. Stefan Oellerer von Ö-News. Mir ist eines aufgefallen, das haben wir auch schon lange nicht mehr in der Generalarena gehört. Szenenapplaus bei einigen Aktionen der jungen Spieler, wird es der Trainer der Wiener Rosse gesehen.
Macht Sie das stolz oder denken Sie da, na, nicht zu viel für die Galerie zu spielen? Nein, nicht zu viel, denke ich nicht. Ich habe das ja selber einmal erlebt als junger Spieler. Es zeigt einfach nur, dass die Fans diesen Weg, den wir da eingeschlagen haben, honorieren und dass das nicht einfach wird und schwierig ist. Das ist nicht das erste Interview, wo ich das gesagt habe. Und noch einmal, wir müssen geduldig bleiben, wir müssen die Jungs unterstützen, die müssen Erfahrung sammeln, sie dürfen Fehler machen. Und ja, und dann werden wir nächste Woche alles reinhauen, dann wird wir einen Heimsieg vielleicht einfahren können. Thomas Schenk von der APA. Ich frage den Markus Suttner, wie lange wird der jetzt in etwa ausfallen? Gefühlsmäßig? Ist noch nicht fix. Also mein Gefühl sagt mir, dass es nicht so schlimm ist. Es könnte zwei Wochen, also dürfte Adduktorenbereich, Zerrung, Verhärtung, leichter Muskelfasereinriss, also genaueres müssten da die Ärzte sagen. Aber er ist schon wieder im Lauftraining. Mit den Physios arbeitet er schon. Er ist sehr ehrgeizig und versucht die Mannschaft natürlich zu unterstützen. Aber es könnte noch zwei, drei Wochen dauern. Zusage nur, es wird immer viel über die jungen Spieler geredet, aber als Trainer ist man das, ist das dann ein gewisses Risiko dann auch verbunden? Oder was denkt man sich da, wenn man jetzt mit so vielen 18-Jährigen, sie können ja nicht prinzipiell spielen wie Spieler, die schon seit 5 Jahren in der Bundesliga spielen. Na, ich hoffe, dass das jeder einsieht, dass das nicht so passieren kann und dass eine blutjunge Mannschaft ist. Aber ich denke mal als Trainer da gar nichts. Ich habe keine Angst, junge Spieler zu bringen. Ich war selber 4-5 Jahre in der Frank-Straunach-Akademie, habe junge Spieler ausgebildet. Dass die Zeit brauchen, das weiß ich. Ich habe, als ich hier angetreten bin, ganz klar gesagt, dass es eine schwierige Zeit wird. Ich wusste auch, dass finanziell, dass wir nicht so gut dastehen. Da gibt es andere Leute, die wirklich einen hervorragenden Job machen in anderen Bereichen und tagtäglich für den Verein arbeiten, sich einsetzen, dass das funktioniert. Mein Job ist es, den sportlichen Bereich weiterzubringen. Ich glaube, mit den Jungs gelingt es im Moment ganz gut. Und dem Weg werden wir weitergehen. Also man wird mir nicht hören, irgendwelche Verstärkungen zu verlangen, irgendwelche, dass ich da jeden Tag beim Manuel sitze und irgendwas verlange von ihm, was nicht möglich ist. Ich weiß das. Als ich den Job angenommen hatte, wusste ich, was auf mich zukommen kann und wird und deswegen werde ich meinen Weg nicht ändern. Ich bin überzeugt davon. Ich traue mir das zu mit meinem, gemeinsam mit dem ganzen Staff, mit meinem Team, dass wir die Mannschaft in die richtige Richtung entwickeln und bis jetzt klappt das ganz gut und ich hoffe, dass das so weitergeht. Okay, dann sagen wir Dankeschön, wünschen einen schönen Samstagabend und ein schönes Wochenende.